Der Hyundai Veloster ist das einzige Auto, was ich kenne, was auf der Beifahrerseite zwei Türen hat, die sich öffnen lassen, und auf der Fahrerseite eine Tür hat. Da könnte man jetzt natürlich sagen, das ist ja totaler Quatsch. Aber die Entwickler von Hyundai haben sich durchaus etwas dabei gedacht. Dazu später aber mehr. Jetzt fahren wir erstmal eine Runde. Bei der Markteinführung 2011 war das Sportcoupé nur mit Saugmotor zu haben. Ein Jahr später gab es auch eine Turbo-Version. Nun streichen die Koreaner den Saugmotor und konzentrieren sich auf den Turbomotor. Das erleichtert auf jeden Fall den Bestellvorgang. Gut, der Spritverbrauch, der ist natürlich etwas höher bei dem Turbotriebwerk, aber bei sehr sportlicher Fahrweise liegt man immer noch unter 10 Liter auf 100 Kilometer. Das Fahrverhalten kann man schon als sportlich bezeichnen, würde ich sagen. Ja, das Lenkrad liegt gut in der Hand, könnte ein kleines bisschen dicker sein, aber es reagiert sehr gut auf die Lenkbewegung. Das Fahrwerk macht eine echt gute Figur. Das Doppelkupplungsgetriebe, was hier im Veloster das Automatikgetriebe ersetzt, das hat für mein Gefühl ein klein bisschen zu lange Schaltpausen. Also da ist noch Optimierungspotenzial. Die Schalensitze hier vorne, die sind irgendwie wie genau für mich gemacht. Ich fühle mich hier richtig wohl. Ich kann nicht nach links, nicht nach rechts. Das ist schon gut. Und wie geht's dir da hinten? Na, hier hinten geht's eigentlich schon ganz gut. Man hat ein bisschen sehr wenig Kopffreiheit und die ganze Zeit Angst, dass man ihn sich anstößt. Nach vorne ist der Platz gut und nach links sowieso auch jetzt, weil es ja nur ein Viersitzer ist. Die Scheiben sind für meinen Geschmack ein bisschen sehr klein. Also rechts geht's ja noch halbwegs, da kann man noch rausgucken, aber die linke Fensterscheibe, die ist ja eher nur dazu da, damit man nicht ganz im Dunkeln sitzt, glaube ich. Durch sein außergewöhnliches Türkonzept wirkt der Veloster wie eine Mischung aus Coupé, Sport und Kompaktwagen. Der Griff der hinteren Tür wurde an der C-Säule versteckt. Der tiefliegende Kofferraum bietet ein Ladevolumen von 320 und bei umgeklappter Rückbank von 1015 Litern. Die sehr hohe Ladekante gestaltet sich dabei aber beim Beladen als unpraktisch. Auf den Ledersitzen prangt das eingestickte Turbo-Logo und zeigt so auch von innen, was unter der Haube schlummert. Der 1,6 Liter Vierzylinder-Turbomotor leistet 137 kW. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h braucht der 1360 Kilo schwere Fronttriebler 8 Sekunden. Den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch gibt Hyundai mit 7,1 Litern auf 100 Kilometer an. Der CO2-Ausstoß liegt bei 165 Gramm pro Kilometer. Was mir bei Hyundai und im Allgemeinen auch bei den meisten asiatischen Herstellern gut gefällt, ist die üppige Ausstattung. Wir haben hier eine Lenkradheizung, wir haben ein Navigationssystem, wir haben ein Keyless Go-System mit Start-Stopp-Knopf. Sitzheizung haben wir natürlich auch, weil wenn man schon Lenkradheizung hat, dann hat man natürlich auch Sitzheizung. Und das alles ist deutlich preiswerter als bei der deutschen oder europäischen Konkurrenz. Das finde ich schon schön. Das Material hier im Innenraum ist zwar jetzt nicht so üppig mit Leder bezogen oder wie auch immer oder schicke Holzeinlagen, aber es sieht trotzdem ganz schick aus, es ist funktional und es ist auch einfach sauber zu halten. Könntest du mich vielleicht dann doch gerade rauslassen, weil ich muss hier langsam, muss ich doch mal hier hinten von der Rückbank runter. Ja. Oh. Oh. Also, hoppala. Also so richtig gut raus kommt man ja doch nicht. Und damit sind wir auch wieder beim Thema von Anfang, nämlich warum hat der Veloster auf der einen Seite denn zwei Türen? Naja, die Designer haben sich gedacht und die Entwickler, pass auf, wir bauen ein Auto, mit dem man sicherer auf der Beifahrerseite ein- und aussteigen kann. Na, ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob es nicht in einem Dreitürer genauso sicher wäre, hier auszusteigen. Naja,